Das kommt auch rein. Nein, 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 nein. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh, bitte doch. Die Spülseile zurück. Nimm es nicht weg. Operation. Ah, es läuft unten runter. Jo, was geht? Hallo. Wir sind wieder zurück mit einem weiteren Koch- und Backvideo. Super viel Spaß von drei professionellen Köchen, die noch nie irgendwas an Hygienemaßnahmen haben. Zartbitterschokolade. Wir backen eine Benjamin-Blümchen-Torte. Bist du großer Benjamin-Blümchen-Fan gewesen früher? Doch, ich bin wirklich Benjamin-Blümchen-Fan gewesen, aber ich bin nicht so der süße Typ. Oh, süß. Aber nie eine Benjamin-Blümchen-Torte hast du schon mal gegessen, natürlich, oder? Natürlich, doch. Digga, das ist deutsches schon. Kulturgut. Was bei dir? Du bist Blocksberg-Ultra, oder? Blocksberg-Ultra, nicht ja. Bob der Baumeister-Ultra gewesen. Bob der Baumeister hat leider... Und keine Schade. Torte. Und keine Torte. Ich würde sagen, wir wagen uns direkt mal dran. Es ist auch okay. Weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall ein relativ simples Rezept. Das haben wir von der lieben Sally gefunden. Sallys Tortenwelt kennt man vielleicht. Schwierigkeiten, Mittel, das sollten wir hinbekommen. Ja, wir brauchen eigentlich gar nicht viele Zutaten, sag ich mal. Ich habe einfach so viel Sahne gekauft, Digga, weil ich nicht wusste, du kannst aus Schlagsahne. Du kannst aus Schlagsahne normale Sahne machen, Digga, dann Steifsahne. Jetzt geht's hier schon los. Tortenring auf 18 cm. Oh, verstehe ich eigentlich jetzt auch nicht. Hast du ein Lineal? Ja. Alter, wir müssen jetzt einen Tortenring ausmessen. Ah, 24. Der ist 24 hier. Echt jetzt? Der ist 24 Durchmesser. Ja. Kann man den einstellen? Ja, perfekt. Dann nehmen wir den für deinen und den für unsere. Glaube ich, den kaputt gemacht gerade. Das ist nicht meiner, der ist von Rob. Anzeige ist raus! Wir machen einfach die Torte größer. Das ist jetzt euers. So, Eiweiß mit Salz steif schlagen. Also wir brauchen eine Prise Salz und 4 Eiweiß. Pass auf. Eier, da würde ich jetzt eher... Ja. Nein! Genau. Da würde ich jetzt eher halt dich sehen, Tim. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das besser als Jan kann. Ich sag's schon mal vorne. Jan kann Eier eigentlich gut trennen, ne? Ja, Jan kann das echt gut. Okay, ja. Pass auf, hier. Wie viele denn? 4 Eier, wir brauchen 4 Eier. So liegt die Regel. Ach, ich muss die jetzt auch noch da drinnen trennen. Ja, ja, wir brauchen... Also so separieren auch noch. Ja, das Eiweiß kannst du hier reinmachen und da kommt eine Prise Salz rein. Das sind 20 Schritte. Das wird sowas von geil in die Hose gehen. Gut, dass du mit unserem Kuchen angefangen hast. Okay, also 4 Eier müssen getrennt werden und eine Prise Salz. Nummer 1 fertig. Gut, jetzt kannst du mal gucken, wie man da, was kriegen wir jetzt das Eiweiß, wie das kriegen wir das jetzt? Das Schale, also ich könnte... Komm, mach, Digga. Hier, also 4 Eier trennen. Wir brauchen 75 Gramm weiche Butter. Ding, die Butter ist nicht weich, die kommt aus dem Kühlschrank, Tobi. 95 Gramm weiche Butter. So. Ey, wir brauchen das noch. Also das triggert mich schon wieder, wie du das machst, wirklich. Warum? Das ist schon wieder absolute Kacke. Jetzt nee, 95 habe ich gesagt. Achso, da brauche ich viel mehr. Hier ist, glaube ich, jetzt zu viel. Oh! Der abwiegende Boss. Stark, stark, stark. Das habe ich gerade selbst überrascht. Okay, jetzt müssen wir das in eine Schüssel machen. Warte. Alter, wir müssen hier richtig parallel arbeiten. Boah, so Butter ist eigentlich schon nasty, oder? Ja. Würdest du lieber Spaß haben mit Butter oder Margarine als Lubricant? Safe Butter. Ja, oder? Jetzt muss da ein Esslöffel Bonbon-Vanille. Leck mal ab, das ist sau lecker. Das, ey, das ist komplett süß, Digga. Das ist echt lecker. Das ist komplett bitter. Das ist echt gemacht. Was kommt jetzt als nächstes? Das ist es erstmal, das muss erstmal jetzt vermengt werden mit einem Quirl. Das musst du erstmal jetzt hier cremig schlagen. Als ob ich das hier cremig schlagen kann. Wie soll das funktionieren? Da ist ja nicht mal eine Flüssigkeit drin. Wie soll ich das denn flüssig schlagen? Das kann nicht richtig sein. Digga, vor allem alles hängt da drin gerade. Vielleicht müssen die Eier da jetzt rein. Kann es sein, dass das Eiweiß da jetzt rein muss? Nee, das ist Eigelb, aber jetzt noch nicht. Aber wie soll das denn dann cremig werden? Ja, komm, wir machen das ich einfach mach jetzt das schon mal. Ich mach das cremig für dich. Wir machen das jetzt schon mal einfach rein. Nein, das Ei kommt. Nein, 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 bitte nicht, bitte Ei. Nicht. Oh, bitte doch. Ich mach einfach weiter. Das geht doch, Stück für Stück. Ey, habt ihr euch mal Gedanken darum gemacht, wieso eigentlich aus manchen Eiern so kleine Küken rauskommen, aus manchen nicht? Ja, weil die befruchtet sind und andere nicht. Hey, wieso ist das jetzt so flüssig geworden? Blut. Aber das sieht doch schon mal nicht falsch aus. Das sieht aber auch nicht richtig aus, weil da sind so Klumpen drin. Aber guck mal. Okay, Tim, jetzt kannst du übernehmen und das richtig creamy whippen. Weißt du, was hast ich du meine? Schon nee, das. Ach, Digga, da müssen die ganzen Klumpen raus, Alter. So, und jetzt Mehl hineinsieben. Hineinsieben das Mehl. Digga, das Mehl kommt da einfach rein. Ein Esslöffel oder Milch? Milch. Ach, ich wir nehmen. Was ist das denn? Ein Esslöffel oder Milch? Oh, Digga. Wir haben. Ja, wir nehmen. Ja, wir nehmen auf jeden Fall. Und jetzt brauche ich 85 Gramm Mehl. Wie muss das Eigelb hier rein? Hör mir zu, ich brauch das! Das ist Eiweiß. Ja. Das muss steif geschlagen werden mit einer Prise Salz jetzt. 85 Gramm Mehl. Das war eine Prise, ne? Ich hab's nicht gesehen. Ja, das war nur ganz wenig. Oh mein Gott, ist das satisfying. Lalala! Was macht der da im Hintergrund? Hä? Das muss gleich da untergehoben werden, ja? Und jetzt der macht ich gedacht, das passiert Alter. Irgendwas. Ey, ich glaube, wir sind richtig gut in der Zeit. Pass auf, jetzt ein Esslöffel. Das kommt auch rein. Nein, 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 n
böse. Ich hab schon wieder in der Hand gehabt, Alter. Alter, das sieht richtig krass aus. Ich find's auch. Der hat noch nie so eine krasse Konsistenz in meinem Leben. Ich bin echt gut. Ich irgendwie ein bisschen, aber ansonsten ist okay. Okay, warte mal, komm mal her. Das muss jetzt untergehoben werden, ja? Hol mal einen Unterheber. Hast du einen Unterheber? Was ist das? Ich weiß nicht, was das ist. Absolut, ich erweite auch so einen Löffel. Ich weiß, was es ist. Das ist ein Unterheber! Ja. Hä, wie krass das aussieht. Hast du noch nie Eischnee gesehen? Ehrlich gesagt, haben wir das noch nie geschafft. Denkst du, dass man das so macht? Nein, das geht so. Nein, nicht ja, das so muss viel. Doch eh rein. Nein, ach, Bro. Bitte. Ich glaube, es geht so. Man hebt es so unter. Guck mal, man macht so. Das sieht irgendwie nicht mehr gut aus. Nein, nimm das Salz weg, Tim. Hm. Ja. Aber hab ich getreten einfach. Aber Bro, guck mal, siehst du das, was ich meine? Das ist richtig krass fluffy jetzt. Stimmt. Ja, jetzt sieht's gut aus. Gerade sah es ein bisschen komisch aus, aber jetzt sieht's lecker aus. Okay, jetzt kommt es einfach da rein und dann wird's gebacken. Brauchen wir das hier alles überhaupt? Ja, ja. Okay. Eins von drei haben wir schon geschafft. Moin, YouTube. Bro, dieses Ding hier, dieser Unterheber ist ja so geil, Digga. Das ist einfach, das ist so satisfying, das da rauszukratzen, Junge. Oh, ist das geil. Ah. Okay, ich würde sagen, das erste haben wir schon erfolgreich geschafft. Ja, wir haben schon mal den Boden. Es ging wirklich schnell. Okay, jetzt das nächste ist, alle Mürbeteig-Zutaten miteinander verkneten und abgedeckt für 10 Minuten ins Gefrierfach stellen. Das geht schnell. Okay, kannst du das verkneten? Ich weiß nicht, mach mal das mit der Hand. Ja. Eigentlich nicht, oder? Obwohl, so geht's, ist gar nicht so viel. Junge, warum siehst du dabei so befriedigt aus? Das ist irgendwie, Ey, wir haben schon richtig viel durch. Das war's gerade meine Stimme. Ja! Und hier ist der andere Teig, der Mürbeteig, der ist... lecker. Also, bla 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 bla. Die Schokocreme. Wo haben wir Schokocreme? Ja, die hier? Müssen wir machen wahrscheinlich. Das ist die Du musst Schokocreme selbst machen. Also pass auf. 80 Gramm Schokolade. Magst du Zappels? Haben wir als Vollmilch? Alter, Junge, hör doch mal, Alter. Ich will das Thema jetzt diskutieren. Magst du es mir als Vollmilch? Nein, natürlich nicht. Warum kostet es denn? Ja, weil es da reingehört. Alter, Digga, ich bin hier umgeben wieder von zwei Leuten. Der eine baut die ganze Scheiße, der macht sein Minions komisches Ding auf. Pass auf, der macht da wieder eine Scheiße. Nicht schon wieder. Apfelsaft. Ah. Hör auf. Oh, bitte. Nein. Hast du ein Lochbeutel? Ey, ganz ehrlich, Jungs, ich würde jetzt mal Folgendes sagen. Eine Benevision-Torte ist ja eigentlich geschichtet, ne? Das kriegen wir niemals hin. Das Ding ist, ich muss den jetzt schon trennen. Das kriegen wir auch nicht hin. Wir haben auch noch einen anderen Teig. Den müssen wir auch noch backen. Das kriege ich nicht hin. Hä, wie? Ich verstehe gar nicht, wieso willst du den anderen Teig nicht mehr machen? Weil wir haben dann Boden zu viel. Das ist eigentlich nur ein Zwischenboden. Das wird aber so unser normaler Boden, weißt du? Kann man doch benutzen, ne? Sag ich mal. So, und den Teig hier, den kann Jan behalten, ne? Was, Bruder? Das wird eine richtig schöne Schokocreme. Tim, willst du die Tasse durchlecken? Durchlecken oder auslecken? Ja, durchlecken. Nee. Mach hier oben so. Auf jeden Fall. Komm. Alter, das sieht so geil aus. Das ist ja wohl eine 1A Schokocreme, oder? Pass auf, wir brauchen jetzt noch eine zweite große Schüssel eigentlich. Danke, Bro. Die Erdbeercreme mit Erdbeeren. Warte, hast du einen Pürierstab? Pürierstab? Ja. Kannst du die Erdbeeren schon mal pürieren? Komm, wir probieren mal beide. Boah, ist echt lecker. Okay, jetzt kommt da einfach oben drauf, dachte ich mir. Hier oben drauf, einfach jetzt die Erdbeercreme, weißt du? Ja. Und dann aber das ist ja voll der kleine Kuchen eigentlich. Ne? Eine kleine Benjamin-Blümchen-Torte, sag ich mal, ne? Hier. Wie viel Gramm Erdbeeren waren das? 780. Ist viel zu viel, sollten nur 250 sein. Das ist deine Schuld, jetzt mache ich zur Strafe noch Lachs rein. Nein. Guck mal, meine Idee ist jetzt einfach, dass ich das jetzt einfach hier oben drauf mache. Ja, ne? Ja. Und dann tun wir das einfach ins Gefrierfach. Das vermischt sich doch jetzt mit der Schokolade. Nee, eben nicht, wenn wir das jetzt halt so schichten, weißt du? So. Schmeckt nicht ansatzweise wie die Benjamin-Blümchen-Torte. Ist kein bisschen süß. Es ist halt echt nicht süß, das schmeckt einfach nach Speise. Das schmeckt einfach nach diesem Proteinquark. Ist egal, wir machen es jetzt einfach hier rein. Wir machen dann gleich einfach noch fette Dekoriererei. Ich hatte gerade einen Schlaganfall, hast du es gemerkt? Dekorier-Action, wir haben absolut reingekackt. Okay, gut. Bitte nicht. Oh, weg geht ab. Die scheiß Sprühsahne zurück. Gib die Sprühsahne zurück. Bitte, das ist unsere einzige Rettung für... Nein, das ist deine Küche, es ist mir egal. Küche? Okay, gut, also, wir dekorieren einfach, also. Ja, willst du das nicht erstmal aufmachen an der Seite? Ach, Junge! Nein! Nimm es sie weg! Okay, also, wir. Es sieht ansatzweise aus. Warum machst du da jetzt so einen Diabeteskuchen draus? Aber das Ding ist, wir müssen den dann löffeln, ne? Nein, müssen wir nicht, wir können den schneiden. Pass auf. Wir können den nicht schneiden. Pass auf. Wenn das jetzt hält, fress ich einen Besen. Und ich fress den Revi. Okay, man kann es so schneiden, sag ich mal. Warte, lass ein bisschen versuchen, oder? Mach's nicht ab, safe, bitte. Das geht. Es geht halt weh. Siehst du? Wenn das ein guter Kuchen ist. Alter, der ist gut geworden. Ja? Der Kranz außen ist gebrochen. Das nein! Oh. Schnell, der Teller. Oh nein! Schnell, Kuchenheber. Operation. Ah, es läuft unten runter. Wir können nur ein Stück essen. Wir müssen es ein Stück alle teilen. Oh nein. Oh, der sah so schön aus. Okay, ich stelle das wieder ins Gefrierfach. Alles voll. Okay, Tim, und? Ich weiß nicht, was ich aufhalten soll. Nicht wie die Originale auf jeden Fall. Oh, ich schieb den vor. Digga, chill.
mein Gott. Hammer. Ja, Sally. Daumen hoch, Sally, für das Rezept. Ich glaube, die Sally weint gerade. Vielen, vielen Dank. Auf, tschüss. Und ihr schaut bei den Jungs vorbei. Da kommt am Dienstag auch noch ein Video, wo wir gekocht haben. Tschüss. Ciao.